Ja, schönen Dank und guten Morgen. Und da sind ja schon in einer großen Fülle und Geschwindigkeit Unmengen von Informationen auf Sie eingestürmt. Wenn ich das Resümee dieses Videos in zwei oder drei Punkten zusammenfasse, dann zeigt es uns, dass A, die Schule die Kreativität ruiniert und B, zwei ganz wesentliche Paradigmen zu ändern sind, wenn wir aus diesem ganzen Schlamassel rauskommen wollen. Und das erste Paradigma ist, dass aus der Aufklärung, wo es vielleicht auch berechtigt war oder in der Zeit der frühen Industrialisierung, lautete, Wissen ist Macht. Das reicht heute nicht mehr aus und ist insofern auch falsch. Und das zweite Paradigma ist ein völlig falsches Grundverständnis, das in der herkömmlichen Pädagogik herrscht, über die Funktionsweise des Gehirns, das im Wesentlichen nach wie vor als ein Speicherorgan verstanden wird, wobei es dann darauf ankommt, so geschickt wie möglich Informationen und Wissen hineinzutransportieren. Das war dieser große Wasserbehälter, der dann reinfüllen soll, Informationen in das Gehirn. Das Gehirn kann zwar auch Informationen speichern, aber Peter Sloterdijk hat das mal sehr schön in einen Satz reingebracht, was die eigentliche Aufgabe des Gehirns ist, nämlich das Gehirn ist ein Organismus zur Abwehr unwillkommener Neuerfahrung. Naja, so drückt sich ein Philosoph aus, ich sage das einfacher, das Gehirn ist im Wesentlichen ein Filterorgan. Es hat nicht die Aufgabe, so viel Informationen wie möglich hineinzutransportieren, sondern so viel Informationen wie irgend möglich draußen vorzulassen, damit wir mit dem Rest irgendwie vernünftig umgehen und überleben können. Und dieses erste Paradigma, was ich genannt habe, Wissen ist Macht, das ist das Ansammeln von Wissen, wenn man im akademischen Bereich oder im Schulbereich ist, das Ansammeln von Wissen, das geprüft werden kann, die Noten umgesetzt werden kann, das führt zu einer Differenzierung des vorhandenen Wissensschatzes, aber nicht unbedingt führt es dazu, die Welt zu verstehen. Wir müssen Informationen, Wissen vernetzen mit dem, was wir vorher schon an Erfahrungen und an Kenntnissen angesammelt haben. Wir müssen es vor allen Dingen verstehen, um was es geht. Die Differenzierung, die hat in den letzten Jahrzehnten unendlich zugenommen durch die Geschwindigkeitserhöhung, mit der Informationen produziert und weitergeleitet werden können. Und das wird wahrscheinlich noch weiter zunehmen. Aber das Verstehen, die Vernetzung, das passiert im einzelnen individuellen Gehirn und kann nicht einfach beschleunigt werden. Das Gehirn, was wir mit uns rumtragen zwischen unseren beiden Ohren, das ist vor 100.000 von Jahren entwickelt worden. Und es ist ohnehin erstaunlich, was wir mit dieser Ausstattung alles bewerkstelligen können. Aber wir können die Prozesse des Verstehens, des Vernetzens von neuen Informationen mit dem Vorhandenen nicht einfach beschleunigen, wie man technische Dinge beschleunigen kann. Wenn aber im Gehirn einseitig eine Ansammlung von Wissen passiert, was nicht verstanden wird, führt das zu einem Durcheinander, noch größerem Durcheinander im Gehirn. Das kann dann zu Aggressivität, zu Depression und zu allen möglichen psychischen Ausfallerscheinungen führen. Wir sind da also auf einem ziemlich gefährlichen Weg, wenn wir meinen, wir müssten und könnten immer alles beschleunigen. Wir sollten freundschaftlicher mit unserem Gehirn umgehen, wir sollten eine Partnerschaft zu unserem Gehirn aufbauen, Verständnis dafür entwickeln, dass unser Gehirn Zeit braucht, um Dinge zu verstehen. Das, was aber die Filter überwinden kann, das, was also Informationen reinbringt, und ich möchte Ihnen ja in der kurzen halben Stunde, die ich habe, ein paar Hoffnungen auch geben. Wenn man das Video sieht, kann man ja auch sehr deprimiert werden. Wir können mit unserem Gehirn arbeiten in der Weise, dass das, was für uns wichtig ist, auch aufgenommen wird. Denn wir können die Filter öffnen durch unsere Neugier, so wie sie ursprünglich die Kinder haben. Die Neugier wird ihnen ja dann in der Schule nach und nach abgewöhnt. Wir brauchen einen gewissen Mut, uns mit Neuem zu beschäftigen, denn jede Art von Lernen ist ja eine Veränderung auch unserer Identität. Und wenn wir einigermaßen erwachsen geworden sind, sind wir ja froh, dass wir eine stabile Identität haben. Und da ist jeder neue Lernprozess auch eine gewisse Bedrohung unseres Ichs, unseres Selbst. Und insofern brauchen wir Mut, uns mit neuen Sachen zu beschäftigen und bereit zu sein, Veränderungen mitzumachen.
Und wir brauchen Begeisterung, wir brauchen eine emotionale Verbindung mit dem Neuen, das wir uns aneignen wollen. Wir müssen uns darüber freuen, dass wir etwas entdecken können, dass wir uns verändern können. Diese ursprüngliche Neugier und diese ursprüngliche Lernlust kann man bei kleinen Kindern wunderbar beobachten. Das ist also ein einjähriges Mädchen, das feststellt, diese gedruckten Magazine funktionieren einfach nicht. Aber es hat eine gewisse Ausdauer, probiert diese Zeitschrift aus, jene Zeitschrift aus. Jetzt guckt doch mal, ob es vielleicht am Finger liegt. Der Finger ist völlig in Ordnung. Ja, das funktioniert. Diese Lernfreude, die wir alle als Kinder gehabt haben, ich will das nicht vertiefen, das können wir vielleicht nachher, wenn wir unsere Impulsgruppe haben, ein bisschen näher darauf eingehen, die wird uns eben abgewöhnt und Sie haben ja die Kurve gesehen, was so zwischen dem 5., 6. und dem 18. Lebensjahr passiert. Die ursprüngliche Neugier kann man aber wieder entwecken und das ist der Ansatz, den Professor Faltin und ich entwickelt haben, als wir uns überlegt haben, wie können wir diese große Fülle von Material, das inzwischen zusammengetragen ist im Labor für Entrepreneurship und das jetzt im Campus Entrepreneurship zur Verfügung gestellt werden soll, wie kann man das jetzt als User, als Nutzer tatsächlich für sich selbst nutzen? Und da wird jeder andere Dinge für sich herausfinden, andere Dinge wichtig finden, auf andere Dinge neugierig sein. Insofern wird es ein kleines Einführungsmodul geben, wo man persönlich angeleitet wird, seine ursprüngliche, persönliche, kindliche Neugier wiederzubeleben. Es ist im Grunde genommen ein relativ einfacher Prozess, wie wir uns komplizierte Sachen aneignen können. Kompliziert ist immer das, was wir noch nicht verstanden haben. Und wenn wir es dann verstanden haben, haben wir unsere Komplexität erweitert. Also diese Ausdrucksweise Komplexität zu reduzieren, ist ein etwas ungenauer Umgang mit der Sprache. Es geht darum, Kompliziertheit zu reduzieren. Erinnern Sie sich vielleicht noch daran, irgendwann haben Sie mal gelernt, wie man sich die Schuhe zubindet. Eine Zeit lang davor wussten Sie gar nicht, dass man sich die Schuhe zubinden muss, dann haben es die Eltern gemacht, meistens natürlich die Mutter, aber dann haben Sie gesehen, ein Geschwisterchen macht das selbst oder die Eltern machen das selbst, dann wollten Sie das auch machen. Also zunächst waren Sie unbewusst und ohne Wissen, wie man Schuhe zubindet. Dann haben Sie gemerkt, oh, man kann ja die Schuhe selber zubinden. Das Bewusstsein ist hineingekommen, hier ist ein Feld, was ich lernen kann, was ich mir erobern kann, aber sie wussten nicht, wie es geht. Und dann kommt diese mühselige Zeit, wo man es ausprobiert, die Finger so richtig zu koordinieren, dass man einen Knoten, eine Schleife und vielleicht noch einen Knoten machen kann. Das ist die Zeit, wo man Wissen sich bewusst aneignet. Und wenn man das lange genug macht und immer wieder übt, wird man immer geschickter darin und diese Fähigkeiten werden dann tief in unserem Gehirn verankert und sind dann auch immer wieder mobilisierbar, sodass wir eines Tages das, was wir gelernt haben, unbewusst mit integriertem Wissen anwenden können. Sie machen sich heute keine Gedanken mehr darüber, wie eine Schleife zu machen ist, welche Nervenimpulse Sie setzen müssen, welche Sehnen und Muskeln Sie bewegen müssen. Das geht völlig automatisch. So ist es mit dem Fahrradfahren, so ist es mit dem Autofahren und vielen, vielen tausend Dingen, die wir in unserem Leben lernen. Wenn wir aber nur Wissen ansammeln und es nicht verstehen, dann bleiben wir auf der dritten Stufe stecken und dann nützt das Ganze gar nichts. Was passiert da im Gehirn, wenn wir so eine neue Struktur aufbauen? Da können wir zum Verständnis auf die Synergetikforschung von Hermann Haken zurückgreifen, der zunächst sich damit beschäftigt hat, wie Laserstrahlen, die man in ein viereckiges Spiegelsystem einspielt, ihre klare Struktur finden. Das finden die nämlich selbst. Und als er herausgefunden hat,
welche Prozesse da eine Rolle spielen, hat er das mit anderen Medien ausprobiert. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Glasschale, in der Silikonöl ist, von oben fotografiert und diese Glasschale wird von unten erhitzt. Am Anfang blubbert das und es ist ein großes Durcheinander und nach einer gewissen Zeit gibt es diese wunderschöne Wabenstruktur. Wir wissen ja alle aus dem Physikunterricht noch, das passiert im Wesentlichen durch eine Bewegung der erhitzten Teilchen, die leichter werden, die an die Oberfläche geraten, dann abkühlen, schwerer werden, wieder nach unten gehen. Also diese Aufwärts-Abwärtsbewegung war in der Physik lange erforscht, aber man wusste nicht, warum sich diese schönen Wabenmuster bilden. Hermann Haken hat das herausgefunden. Zunächst einmal purzeln diese Teilchen munter durcheinander und probieren offensichtlich dabei aus, wie man auf die allerbeste Art nach oben kommt und wie man dann auch wieder runterkommt. Und in diesem Ausprobieren findet irgendwo in dieser Silikonölsuppe ein Teilchen und mehrere Teilchen nachher einen Weg, mit möglichst wenig Energieaufwand hoch und wieder runterzukommen. Das merkt sich das System, indem es Schranken und Ordner etabliert in diesem Bewegungsablauf. Und es stabilisiert sich an dieser einen Stelle des Systems der Ablauf. Sobald er sich stabilisiert hat, nennt man das Gebilde, dieses Teilgebilde, Attraktor. Und wenn dieser Attraktor tatsächlich optimaler ist als das Durcheinander vorher, dehnt sich durch die Anziehungskraft, die dieser Attraktor auf das ganze System ausdehnt, die gefundene Form, die Bewegungsform auf das ganze System auf. Die Physiker sprechen dann von einer Versklavung des übrigen Systems und die Synergetik, die das alles dann auch in wunderschönen mathematischen Formeln ausdrücken kann, kann uns also jetzt den Ursprung und die Qualität von Strukturen erklären. Und so eine Silikonölschale hat kein Gehirn, kein Nervensystem, das finden die kleinen Teilchen von selbst heraus. Die können sich also selbst organisieren, stabilisieren und durch diese produktive Komplexität aus dem Chaos heraus oder dem Durcheinander der Entropie neue Ordnung schaffen. Unser Gehirn macht das zum Beispiel ständig, wenn wir mit Informationen umgehen, muss das Gehirn versuchen, was ist jetzt die optimale Ordnung, auf die es ankommt. Wenn Sie das linke Bild betrachten, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sehen Sie eine sehr alte Dame oder eine sehr junge Dame, die etwas schüchtern nach rechts zur Seite schaut. Ja, Sie kennen diese Bilder ja wahrscheinlich. Und auf der rechten Seite, wenn Sie in der senkrechten das Bild betrachten, sehen Sie Zahlen, 12 und in der Mitte eine 13, darunter eine 14. Wenn Sie das ganze Bild aber von links nach rechts anschauen, dann wird aus der 13 auf einmal der Buchstabe B, weil unser Gehirn merkt, das passt eigentlich besser in die Buchstabenreihenfolge rein, also macht es dann einen Buchstaben daraus. Wir empfinden, wenn eine Ordnung entstanden ist, wenn eine Struktur entstanden ist, die optimaler ist als das Durcheinander, empfinden wir das auch als schön. Das ist eine Frage der Ästhetik, die Ken Robinson ja sehr wichtig hingewiesen hat. Und wir haben dann ein Stimmigkeitsgefühl. Das ist so ein erster Hauch von Flow-Erfahrung. Wir haben aus dem Chaos heraus ein Stück Ordnung geschaffen oder entdeckend Ordnung beim Anhören der Musik oder beim Betrachten einer Landschaft, der Natur oder auch bei Produkten, die in entsprechender Vollendetheit, Ästhetik ausstrahlen. Das Ganze, was passiert, nochmal zusammengefasst, sind zunächst Phasenübergänge, die aber nur passieren, wenn das Ganze auch erhitzt wird. Eine kalte Silikonölschale produziert keine Muster auf der Oberfläche. Und das ist das, was uns halt auch immer ein bisschen wehtut, wenn das im Gehirn passiert, gibt es eben erstmal das Brodeln und das Durcheinander. Die vorangegangene Ordnung wird zerstört. Und es wird eine neue Ordnung nicht sofort aufgebaut. Es braucht eine gewisse Zeit, bis die Phasenübergänge eine Optimierung herausfinden, die dann fixiert werden kann durch Schranken und Ordner, die sich dann stabilisiert in Form von Attraktoren, die dann das restliche System versklaven, sodass sich das System selbst auf einem höheren Niveau organisieren kann. Diese physikalischen und biologischen Erkenntnisse hat Hermann Haken dann auch bis in die Gehirnforschung hinein weitergetrieben. Und ein Kollege von mir, ein Mediziner, Dietmar Hansch, hat diese ganzen Erkenntnisse dann auf die Prozesse
hinein untersucht, die sich im menschlichen Gehirn, in unserem ganzen Organismus, da spielt nicht nur das Gehirn eine Rolle, spielt unser ganzes Hormonsystem eine Rolle, Muskeln, Nerven, unser ganzes Wesen wird einbezogen. Und die Psychosynergetik kann uns erklären, wie unsere inneren und äußeren Aktivitäten auf Attraktoren ausgerichtet werden, die vorher sich irgendwann etablieren und also bestimmten Anziehungskräften folgen. Diese Attraktoren, die wir in unserem System und sehr individuell, jeder Mensch entwickelt völlig andere Attraktoren, entwickeln, ermöglichen uns eine Orientierung. Mit ihnen können wir dann Muster der Wirklichkeitskonstruktion und Strukturen, mit denen wir zurechtkommen in dieser Welt, bilden. Daraus kann sich dann auf der einen Seite Stabilität, auf der anderen Seite aber auch Wachstum ergeben. Werte, Wünsche und Ziele, die Menschen haben, können zum Beispiel solche Attraktorfunktionen haben. Zweck dieser Attraktoren ist dann jeweils die Optimierung unseres Lebens. Das Ganze ist also nicht zweckfrei, denn es verfolgt also eine ganz bestimmte Richtung der Optimierung. Die Attraktoren bestimmen, was die willkommenen Neuerfahrungen sind. Hier schließt sich der Kreis zu dem Satz von Sloterdijk, dass das Gehirn ein Organismus zur Abwehr unwillkommener Neuerfahrungen ist. Das Gehirn ist aber ein Verarbeitungsorgan zur Herstellung willkommener Erfahrungen. Und was willkommen ist, wird in der Tiefe unseres Gemütes bestimmt durch die Attraktoren, durch Werte, Wünsche, Ziele. Informationen also, die der Verwirklichung von Zielen dienen, die Sinn machen, sind willkommen. Sie überwinden das Filtersystem und werden hineingelassen und behalten. Und das ist eben so individuell unterschiedlich, dass man sich kaum vorstellen kann, dass in einer Klasse mit 30 Schülern oder mit 300 oder 500 Studenten in einer Lehrveranstaltung diese Filtersysteme im richtigen Moment angesprochen und erweitert werden können. Also ich habe mich ja nun fast 30 Jahre mit diesem Schul- und Bildungssystem beschäftigt und komme immer wieder auf Ivan Illich zurück, der sagt, letztlich muss man das alles komplett abschaffen. Hier sehen Sie zum Beispiel einen Attraktor, das ist der erste Businessplan, den Steve Jobs, Wozniak und Makula entwickelt haben, um ihr erstes Geld zu bekommen. Ich frage Sie mich jetzt nicht, wie ich da rangekommen bin, aber das ist so ein Dokument, in dem klar wurde, da ist eine Idee so weit stabilisiert, dass sie genügend Attraktivität hatte, Finanziers anzulocken, und Sie wissen ja, was daraus inzwischen entstanden ist. Diese Vorstellung, dass wir Attraktoren haben und entwickeln, geht über das hinaus, was Freud, Adler und andere so in den ersten 50, 60 Jahren des letzten Jahrhunderts als Motivationssystem des Menschen verstanden haben. Sie haben sehr stark überhaupt erstmal ein Verständnis eröffnet, dass wir ein Antriebssystem haben, das auf gewisse Ziele hin ausgerichtet ist. Aber in diesem von Ihnen erforschten und beschriebenen Antriebssystem geht es immer um Sollgrößen. Wir brauchen eine gewisse Körpertemperatur von 36,8 Grad, wir brauchen eine bestimmte Menge an Flüssigkeit, eine bestimmte Menge an Schlaf und Bewegung und was Freud halt immer wieder hervorgehoben hat, dass unsere Sexualität Ansprüche an uns stellt, befriedigt zu werden. Und wann immer wir das schaffen, so eine Sollgröße zu erreichen, so eine biologisch, genetisch festgelegte Sollgröße, erfolgt ein Spannungsabbau. Wir passen uns also dadurch den Anforderungen unseres Körpers und der Umwelt an. Dietmar Hansch hat jetzt das, was Haken entwickelt hat in seiner Synergetik, fortgeführt und hat ein sekundäres Antriebssystem entdeckt. Das heißt, wir Menschen haben ein zweites Antriebssystem, das uns bewegt, Dinge zu tun oder auch zu unterlassen. Und dieses zweite, sekundäre Antriebssystem funktioniert völlig anders als das primäre Antriebssystem. Und ich denke, das ist für Entrepreneure von erheblicher Bedeutung, dieses sekundäre Antriebssystem zu verstehen. Wir haben das ja gestern in einigen Vorträgen und ich habe mich sehr gefreut, es ist mehrfach aufgetaucht, die Maslow-Pyramide gesehen und haben auch gesehen, wie es sich schrittweise doch entwickelt, dass wir von der Befriedigung der primären Bedürfnisse in den ersten zwei, drei Ebenen der Maslow-Pyramide jetzt zunehmend auch gesellschaftlich in die höheren Sphären bis hin zur Selbstverwirklichung kommt. Im sekundären Antriebssystem kennen wir keine Sollgrößen, sondern wenn uns dort etwas gelingt, geht keine Spannung weg, sondern entsteht eine Freude, mehr davon zu tun.
Ja, wenn wir erstmal beim Tennisspielen den Aufschlag können, dann möchten wir eben auch eine Rückhand spielen können, Vorhand spielen können. Wenn wir beim Klavierspielen den fröhlichen Landmann hinbekommen, das ist so eines der ersten Stücke, die sich beim Klavierunterricht wie Musik anhören, dann möchte man auch einen Impromptu vielleicht von Schubert oder später von Chopin spielen können. Es entsteht eine Lust an der Optimierung und insofern wird das begleitet von einem Gefühl der Stimmigkeit, der Freude, der Beglückung. Und das Prinzip, was dahinter steckt, ist die ständige Optimierung. Und dieses Optimierungsprinzip, das wir alle in uns haben, hat ein Forscher untersucht, der einen unaussprechbaren, noch weniger schreibbaren Namen hat. Das ist Professor Mihai Csikszentmihalyi, ein Ungar, der in den USA geforscht hat, viele Jahre lang Professor in Chicago war und jetzt als emeritierter Professor an der Claremont-Universität bei Los Angeles arbeitet. Und er hat im Unterschied zu seinen Kollegen, als er anfing zu studieren, sich gesagt, die wollen alle später mal Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiater werden und mit kranken Menschen zu tun haben, die sie dann heilen können oder Krankheiten erforschen. Und er sagt, als er sich so ein bisschen umgeguckt hat im ersten Semester, wer erforscht eigentlich gesunde Menschen? Für die interessiert sich gar keiner. Da kann man ja auch kein Geld mit verdienen. Am Kranken heilen kann man ja Geld verdienen. Und dann hat er sich, querköpfig wie er ist, gesagt, ich will mal rausfinden, was macht eigentlich einen gesunden Menschen aus. Und dann hat er geguckt, wo gibt es eigentlich gesunde Menschen, die häufig Glückserfahrungen haben und die vor allen Dingen Glückserfahrungen haben, nicht aus irgendwelchen Zufällen heraus, sondern die sie sich selbst organisieren. Das hat er viele Jahre untersucht, zunächst mit Malern, mit Musikern und dann vor allen Dingen mit Bergsteigern, Schachspielern, Chirurgen, Tänzern. Hat sich also bestimmte Berufsgruppen oder Aktivitätsgruppen rausgesucht und hat dann Prinzipien gefunden, die bei all denen übereinstimmend waren, so unterschiedlich wie die Tätigkeiten auch sind. Und hat dann, nachdem er diese Kriterien herausgefunden hatte, seine Untersuchungen auf die Allgemeinheit ausgedehnt und hat erstaunliche Übereinstimmungen gefunden. Allerdings bei den Menschen, die er dann in Chicago untersucht hat, waren weit über 1000, passiert das sehr viel seltener. Und die empfinden dann solche Momente der besonderen Stimmigkeit, der Beglückung, der Freude als zufällig oder als Geschenk und müssen dann Monate oder Jahre warten, bis zufällig wieder so ein Moment entsteht. Dadurch, dass Csikszentmihalyi das erforscht hat, ist es uns jetzt zugänglich geworden, wie wir im Alltag Glückserfahrungen uns verschaffen können. Und das möchte ich Ihnen ganz kurz andeuten. Es gibt keinen Königsweg. Er hat mir eigentlich auch gesagt, ich soll das nicht machen, was ich jetzt tue. Nämlich einfach so nacheinander so ein paar Punkte aufzählen, weil er sagt, diese Menschen sollen es doch einfach entdecken und in, weiß nicht, er hat inzwischen 15 Büchern geschrieben, in jedem dieser Bücher beschreibt er das Zustandekommen dieser sogenannten Flow-Erfahrung, so hat er das dann hinterher genannt, am Anfang hat er es immer optimale Erfahrung genannt, in seinen wissenschaftlichen Büchern, aber die Personen, die interviewt wurden und mit denen er gesprochen hat, haben dann immer von einem Fließen gesprochen, dass sie diesen Zustand am besten beschreiben können als ein Schweben, eine Leichtigkeit, so wie beim Surfen oder Segeln, oder dass sie sich im Fluss fühlen, im Fluss der Geschehnisse, sich aufgehoben fühlen in dem, was sie tun. Ich habe mich mit ihm dann aber darauf einigen können, wenn ich vorher deutlich sage, dass jeder von Ihnen das selber rausfinden muss und dass Sie vielleicht neben den 3 oder 4 Punkten, die ich jetzt erwähne, vielleicht noch einen 5. oder 6. selber entdecken müssen, dann darf ich das mal in dieser kurzen Zeit, die wir haben, auch sehr einfach vielleicht als Attraktor strukturieren, dass Sie was damit anfangen können. Eine der wesentlichen Kriterien, um in einen solch stimmigen Zustand hineinzukommen, ist eine Balance zwischen den Herausforderungen, die das Leben uns stellt oder die wir uns suchen und den Fähigkeiten, die Herausforderungen zu bewältigen. Das passiert aber nur, wenn die Herausforderung eine gewisse Größe, eine gewisse Höhe, eine gewisse Stärke erreicht haben und auch unsere Fähigkeiten ausgeprägt sind, um diese Herausforderung bewältigen zu können. Auf diesem Bild habe ich mal als Beispiel einen Bergsteiger genommen. Die haben ja diese intensiven Glücksgefühle, wenn sie die Berge hochklettern, vor allem wenn sie auch oben gesund ankommen und wieder gesund runterkommen. Hier haben wir einen Bergsteiger, der ist 1400 Meter hoch geklettert, hatte vorher trainiert, hatte sich die Fähigkeiten angeeignet, kommt an und hat also so ein intensives Glücksgefühl, so ein Flow-Gefühl. Sagt er, das mache ich nächsten Monat wieder, sucht sich einen anderen Berg, gleiche Schwierigkeit, weil er weiß, oh, das packe ich gerade, das macht mich glücklich. Und tatsächlich, er hat wieder eine Flow-Erfahrung.
Das bringt ihn auf die Idee, einmal im Monat kletter ich so einen Berg hoch und bin einmal im Monat wenigstens richtig glücklich. Schon geht's daneben, weil er ja in der Zwischenzeit ständig geübt und trainiert hat und schon zweimal so einen Berg geschafft hat, erweitern sich seine Fähigkeiten. Und er gerät aus dieser Balance zwischen Herausforderungen und Fähigkeiten heraus und landet im Bereich der Routine. Macht dann noch irgendwie ein bisschen Freude, aber nicht dieses intensive innere Gefühl von Stimmigkeit. Und wenn er nicht bewusst jetzt damit umgeht und einfach sagt, naja, ich probiere mal einen anderen Berg oder nehme mal ein paar andere Leute mit und macht das noch zwei, dreimal, dann landet er im Feld der Langeweile. Da kommt ein Brief vom Deutschen Alpenverein, ich übertreibe jetzt mal, Einleitung nach Nepal, 6000 Meter. Sie ahnen, was passiert. Soweit waren seine Fähigkeiten nicht ausgeprägt. Er scheitert, muss bei 3000 Meter aufhören, hat jede Menge Stress, Frustration, entwickelt sogar Angst und ist froh, dass er überhaupt wieder runterkommt. Und das, so sagt Csikszentmihalyi, ist das Geheimnis des Glücks. Wir bewegen uns in unserem Leben zwischen diesem großen Feld, wo wir Dinge tun, die uns eigentlich unterfordern, die wir aus Routine erledigen können, ohne Fehler, im Bereich der Langeweile, der Unterforderung. Und wir bewegen uns in diesem anderen Feld, wo wir Dinge tun müssen vielleicht auch, die uns überfordern, wo wir Stress haben, Angst entwickeln und frustriert sind. Und zwischen diesen beiden Feldern gibt es so einen schmalen Kanal, in dem uns unser System signalisiert, das, was du jetzt machst, ist genau richtig. Das solltest du eigentlich ständig tun. Wir haben ein inneres Messsystem, das uns eigentlich ständig genau sagt, was angemessen ist, was richtig ist, das allerdings kein stabiles Glück verheißt. Das sind immer nur Momente, im Gehirn wird dann Dopamin ausgeschüttet, das sogenannte Belohnungshormon, und das wird auch ganz wacker wieder abgebaut. Offensichtlich hat die Evolution sich was dabei gedacht, sie will uns in Schwung halten. Wir können und sollten dann die nächste Herausforderung suchen und um die nächste Herausforderung zu bewältigen, müssen wir unsere Fähigkeiten erweitern. Das setzt aber ein hohes Maß an Eigensteuerung voraus, was man, wenn man Angestellter ist, kaum hat. Da werden die Dinge von außen bestimmt. Und insofern hat man, wenn man Entrepreneur ist, wenn man selbstständig ist, eine viel größere Chance, Flow-Erfahrungen sich zu verschaffen, als wenn man irgendwo als Angestellter arbeitet. Die anderen Merkmale, wie Flow-Erfahrungen zustande kommen, verstärken das noch. Eine weitere Notwendigkeit, um überhaupt in diesen Zustand hineinzukommen, sind klare Ziele. Man muss eine klare Vorstellung haben, was das Gelingen eigentlich bedeutet. Ziele werden dauernd in Unternehmen entwickelt, strategische Ziele auf der oberen Ebene, die kaum jemand im operativen Bereich richtig versteht. Und auf der mittleren Ebene, wo die klaren, verständlichen Ziele ausgesprochen werden, gibt es alle paar Wochen Änderungen. Lieferanten verändern ihre Konditionen, die Kunden haben andere Wünsche, sodass die Menschen, die an der Verwirklichung von Zielen arbeiten, frustriert werden, weil sie die Ziele, die gerade benannt wurden und an denen sie arbeiten, ihnen wieder weggenommen werden. Auch das braucht sich ein Entrepreneur nicht gefallen zu lassen. Er kann beharrlich, und wir haben ja gestern mehrfach gehört, wie wichtig der Faktor Beharrlichkeit ist, an der Verwirklichung seiner Ziele arbeiten. Also viel größere Chancen, in diesen Flow-Zustand hineinzukommen und immer wieder hineinzukommen. Ein drittes Merkmal ist die Notwendigkeit, sich für eine gewisse Zeit jedenfalls auf einen kleinen Bereich von Aufmerksamkeit zu fokussieren. Das heißt, unser Gehirn nur noch mit relativ wenig Informationen zu konfrontieren, wie der Schachspieler, der ja da nur das Brett sieht und die Figuren bewegt. Oder der Bergsteiger, der nur auf den nächsten Griff, den nächsten Tritt achtet. Wenn der da oben im Berg hängend überlegt, in welchen Film gehe ich heute Abend mit meiner Freundin, dann wird das schon sehr gefährlich. Und Sie wissen, alle Chirurgen sehen nur ein kleines Operationsfeld, der Rest des Patienten ist mit grünen Tüchern abgedeckt und die Tänzer, die bewegen sich halt auf einer kleinen Tanzfläche, haben ihren Partner, ihre Partnerin, auf die sie achten müssen und die Musik und all das ist sehr fokussiert. Ein weiteres Merkmal, diese Fokussierung, die hat in den letzten Jahren extrem abgenommen, da gibt es eine sogenannte Twitter-Kurve, ungefähr bis zur Einführung des World Wide Webs war das, was durch Faxe und Telefon und so weiter an Unterbrechungen in normalen Arbeitsprozessen
entstanden ist, noch einigermaßen beherrschbar. Aber diese Kurve zeigt, dass ab Entwicklung des Internets und vor allen Dingen seit der Entwicklung der sogenannten Social Media, Facebook und Twitter, die Unterbrechungen auf Sekunden zurück oder zusammengepresst sind. Und da kann unser Gehirn gar nicht mehr in einen Flow-Zustand kommen. Das braucht gewisse Ruhezeiten, gewisse Fokussierungszeiten, hohe Konzentration. Merken können Sie, eine Flow-Erfahrung passiert daran, dass Sie kein normales Zeitgefühl mehr haben. Die Zeit scheint stillzustehen oder dahin zu rasen oder ganz langsam zu vergehen. Das ist also eigentlich so ein sehr deutliches Merkmal. Dann eine gewisse Leichtigkeit, körperliche Leichtigkeit, mentale Leichtigkeit. Wenn man in diesem Flow-Zustand ist, verbraucht man deutlich weniger physische und mentale Energie und hat eben Spaß an den Dingen, die man tut. Das seien ein paar Andeutungen. Inzwischen sind diese Forschungen sehr viel differenzierter geworden. Man kennt also Bereiche von einem Zufriedenheitsgefühl, wo man keine Fehler mehr macht, wo man die Dinge im Griff hat oder wo man die Dinge mit leichter Entspannung schafft. Das sind Bereiche, in die durch Quality Management und durch Null-Fehler-Philosophie Millionen von Menschen in den letzten 20, 30 Jahren hineingebracht wurden, was zu höherer Kundenzufriedenheit geführt hat, was natürlich ein positiver Faktor ist. Aber der hohe Preis ist, dass diesen Menschen die Motivation verloren gegangen ist, vor allem die von innen kommende Motivation, die Begeisterung an der Arbeit. Und Millionen anderer Menschen sind in den Stressbereich hineingekommen, in die Frustration, in die Angst, wo man nicht mehr um den Erfolg kämpft, sondern sich gegen den Misserfolg schützen muss, sich Sorgen macht, existenzielle Sorgen macht. Wir kennen also keinen stabilen Zustand. Entweder geraten wir auf der einen Seite in die Apathie oder auf der anderen Seite in die Apathie, wenn wir uns nicht bewusst um Flow-Erfahrungen kümmern. Wie kommt man jetzt in diesen Bereich hinein? Ich sagte ja, der fängt erst bei einem gewissen Ausmaß an Fähigkeiten und einer gewissen Höhe von Herausforderungen an. Das muss ich jetzt als Fragezeichen hier stehen lassen. Das wird ein Thema in der Impulsgruppe sein, wo wir dann in diese Frage reinkommen, wie kann man das jetzt konkret gestalten, in diese interne Motivation hineinzukommen. Csikszentmihalyi hat auch davor gewarnt, jetzt einfach Flow-Erfahrungen wie Kicks zu suchen, dann könnte man mit 70, 80 Jahren vielleicht enttäuscht sein über sein eigenes Leben. Ja, ich habe ab und zu mal Spaß gehabt, aber meine Lebensthemen eigentlich nicht gefunden und verwirklicht. Und ich habe mir dann erlaubt, weil das mit den Lebensthemen mir zu diffus war, auf Viktor Frankl zurückzugreifen, der so in den 50er, 60er Jahren herausgeforscht hat, was macht eigentlich Menschen aus, die ihr Leben als sinnvoll empfinden. Und er hatte als Therapeut viel zu tun mit Menschen, die genau das nicht empfunden haben, nämlich ihr Leben als sinnlos empfunden haben oder sich sogar selbst umbringen wollten. Und Viktor Frankl hat dann herausgefunden, dass Menschen, die Werte verwirklichen, ihr Leben als sinnvoll empfinden und Menschen, die keine Werte verwirklichen können, ihr Leben als sinnlos empfinden, was ein gefährlicher Zustand ist. So habe ich mir erlaubt, diesen zweidimensionalen Flow-Bereich von Csikszentmihalyi zu erweitern in einen dreidimensionalen Flow-Raum, sodass man eine Wand hat, auf der man wie mit einem Graffiti seine Werte mal aufzeichnen kann, sich überhaupt mal klar werden kann über seine Werte. Werte, die nicht erfüllt sind oder nicht ausreichend erfüllt sind, wecken Wünsche in uns. Und Wünsche kann man realisieren, indem man sich anschauliche Vorstellungen, Zielszenarien entwickelt, in denen die Wünsche erfüllt sind. Dass man also die Zukunft vorwegnimmt in bildhaften Darstellungen. Auch das können wir vielleicht nachher in der Gruppe vertiefen. Und wir haben dann auch durch diese Dreidimensionalität eine gesunde, stabile Basis, wo wir jetzt nicht mehr den Begriff Fähigkeiten, Skills verwenden, sondern Stärken, denn inzwischen differenziert man die Stärken eines Menschen nach seinen Talenten, das ist das, was sich so in den ersten 14 Jahren als Grundpotenzial entwickelt, und seinen Fähigkeiten, das sind Dinge, die wir unser Leben lang lernen können, allerdings nach dem 14., 15. Lebensjahr mit entsprechend sehr viel größerem Aufwand und auch einer größeren Lernzeitdauer. Und insofern macht es Sinn, sich auf seine Talente zu konzentrieren, die Talente herauszufinden und aus diesen Potenzialen heraus zum Beispiel eine unternehmerische Idee zu entwickeln. Also sich selbst erst einmal ganz genau anzuschauen, was will ich eigentlich, was kann ich eigentlich. Aber das darf natürlich nicht zu einer reinen Nabelschau werden. Wir sind als Menschen Teil der Gesellschaft und diese Betrachtung, wo will ich und wie will ich Flow-Erfahrungen
erleben und mir schaffen, sollte sofort von Anfang an immer begleitet sein mit der Frage, was kann ich und was will ich und was soll ich vielleicht auch geben? Wie kann ich meine Talente, meine Interessen, meine Besonderheiten einsetzen, um die Werte und Bedürfnisse anderer Menschen zu verwirklichen? Das ist im Grunde genommen der tiefe Kern der Entwicklung einer entrepreneurial Idee, aus der sich dann ein Konzept entwickeln kann. Es geht letztlich immer wieder um die spezielle Frage, welchen Nutzen kann ich bieten oder welche Freude kann ich anderen bieten und am besten beides. Und das Ganze in einem zirkulären System und dabei vertrauend auf die eigene Selbstorganisation, die wir auch Intuition nennen, die hier mal in einem Zusammenspiel mit der Kontrolle, die wir auch über unser Leben haben wollen und haben, sehen. Und wir sehen, wenn die Kontrolle sehr stark ist, hat sie einen relativ starken Einfluss auf die Intuition, die wir haben, sodass das, was aus der Intuition gehandelt wird, schwach ist. Wenn es uns gelingt, die Intuition, unseren Bereich des Verstehens, des internen Wissens, der Komplexität zu vergrößern und die Kontrolle dadurch kleiner werden kann, wird das, was wir aus dem Bauch heraus tun können, entschieden stärker und größer und flüssiger sein. Das ist dann das, was man den Flow-Kanal nennt. Wenn dann aber Hindernisse auftauchen, wenn wir in Panik geraten, dann bläht sich das Kontroll-Selbst in uns aus, dann kriegen wir so einen Tunnelblick, Denkblockaden, dann verschwindet der Zugang zur Intuition, dann sind wir nicht mehr in der Lage, aus der Fülle unseres Geistes zu agieren. Es soll also das Bestreben sein, die Intuition anzureichern. Das passiert durch Lernen, durch Erfahrungen, durch Ausprobieren. Wir haben gestern mehrfach gehört, vor allen Dingen auch durch Scheitern und das Verarbeiten von Scheitern, sodass wir dann letztlich in diesen Flow-Prozess immer häufiger und immer intensiver und stabiler hineinkommen können. Das nennt man dann inneres Wachstum. Es hat zwei Komponenten, die Verringerung von Kontrollanstrengungen, also der Abbau von Soll- und Muss-Vorstellungen, sich selbst verzeihen können, sich zu erlauben zu scheitern und der gedankliche Umgang mit Worst-Case- und Best-Case-Szenarien, etwas Spielerisches reinbringen in die Dramatik unseres Lebens. Und das innere Wachstum entfaltet sich dann durch das Vertrauen, durch das Selbstvertrauen in die Intuition, durch die Erweiterung von Wissen, das ständige Lernen, das Anreichern der Kompetenzen, das Ausprobieren neuer Dinge, die Integration von Wissen, sich selbst, die anderen und die Welt besser verstehen. Das erzeugt diese starke, innere, sich selbst verstärkende Motivation des Flow. Und was immer dazu gehört, ist eine Verinnerlichung von Werten und Prinzipien. Und jemand, der, wie ich denke, das sehr intensiv gelebt hat und leider vor ein paar Wochen von uns gegangen ist, hat, denke ich, in seiner Wirkungsweise, was er hinterlassen hat für uns, gezeigt, was ein Mensch durch das Entwickeln unternehmerischer Ideen bewegen kann und wie er diese Welt verändern kann. Und damit möchte ich meinen Beitrag für heute Vormittag erstmal beenden.